Toll, wir essen beide. Wow, ihr habt was gemeinsam. Wir essen. Hallo. Ein bisschen Verspätung. Hallo, liebe Freunde. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir latschen gerade ins Binu. Weil da spielt nämlich heute Attila. Wir freuen uns schon über mega des Todes Oberdoll. Weil ich warte schon so lange auf Attila. Die wurden ja auch letztes Jahr fürs Full Force bestätigt. Und irgendwann waren sie einfach nicht mehr auf der Line-Up-Liste. Und da war ich sehr traurig. Und jetzt sind sie endlich in Berlin als Headliner. Und da habe ich das Ticket schon zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und ich bin zwar sehr müde, weil Sophie mich heute beim Sport sehr zerstört hat. Aber es wird super mega awesome. So, ihr Lieben, ich bin ganz glücklich mit meinem neuen Attila-Shirt. Eigentlich war ich sehr unglücklich, weil ich bin eigentlich mehr so ein Jacken- und Pullover-Merch-Girl und hätte mir viel lieber einen Pulli gekauft und habe extra gespartes Geld dafür mitgenommen. Und es gab genau einen Pullover und der war mit ganz viel Rot und trage natürlich super viel Rot. Aber dann habe ich mich fürs Two-Shirt entschieden. Aber ich finde es ganz geil eigentlich. Vorne mit dem Chaos-Stern drauf. Hinten mit den Tourdaten und so. Das Konzert war sehr geil, es hat mir gut gefallen. Publikum war teilweise ein bisschen ätzend und anstrengend. Aber ansonsten hat der liebe Frontsänger cool Stimmung gemacht. Und ich bin eh super happy, weil ich so lange gewartet habe, die endlich zu sehen. Vor allen Dingen war ich noch nie im Binu. Also ganz früher, als es noch... Ich glaube, Kato hieß es damals. Ich bin mir nicht so sicher. Da war es mehr so ein Grofti-Club. Da gab es auch so Elektroveranstaltungen. Und ich war da mal auf einem Samstagstraumkonzert vor 11 Jahren. Im September 2006.
war ich in diesem Club bei einem Samsas Traumkonzert. Aber weißt du, was krass ist? Ich war auf dem Konzert, hab geschwitzt, hab gemoscht und mein Highlighter ist immer noch drauf. Wow. Ach genau, ich wollte noch was zum Sound sagen, weil der war nämlich recht kacke. Also Sophie und ich standen mittig und es war jetzt nicht zu laut. Manchmal tut es ja irgendwie weh in den Ohren, sondern es war teilweise übersteuert. Es hat so richtig geschrien in den Ohren. Lynn und Leo standen ein bisschen weiter hinten, die meinten, bei denen war das gar nicht. Das fand ich ein bisschen blöd, aber einerseits war es mir halt auch egal, weil ich mich eh so drauf gefreut habe, die ehrlich zu sehen, da war es mir ein bisschen Wurst. So, jetzt habe ich auch schon wieder viel zu viel geredet, es tut mir leid. Ich werde mich jetzt verabschieden, weil ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir doch einen Kommentar da, was stört euch auf Konzerten, was findet ihr gut an Konzerten, geht ihr gerne auf Konzerte, verreist ihr gerne für Konzerte? Und wenn ihr mehr von meinem Kram sehen möchtet, lasst mir doch bitte ein Abonnement da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut, ihr Süßen. Tschüss. Leon, kannst du bitte keine Hintergrundgeräusche machen? Da.